In deine Körper mag ich mir eine legen, in deine Falten will ich spazieren gehen, in deine Augen verliere ich mich gern. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiener Gesichter. Unser heutiges Thema: Wien in Wort und Schrift. Zuerst begleiten wir Katrin Kinninger ins Wiener Staatsarchiv. Dann erzählt uns Veit Schmidt von den Besonderheiten seiner Buchhandlung. Zum Schluss lernen wir Peter Färber kennen, einen Mann mit einer großen Stimme. In einem abgeschiedenen Kämmerlein über verstaubte Bücher brüten. So stellen sich wohl viele die Arbeit in einem Archiv vor. Katrin Kinninger ist Archivarin, und zwar im Haus, Hof und Staatsarchiv. Und sie kann dieses Klischee so gar nicht bestätigen. Mein Name ist Katrin Kinninger, bin demnächst 33 Jahre alt und bin Archivarin. Also so ein Beruf wie meiner ist im besten Fall Berufung. Und für mich ist das auch wirklich so. Ja, bei mir war es wirklich so, dass ich eigentlich immer schon das werden wollte. Also ich kann mich erinnern, mit 12 habe ich gewusst, okay, ich werde einmal Geschichte studieren. Und die Faszination für Originale, also für Dokumente, war eigentlich immer schon da. Und so setzt Katrin ihren Plan in die Tat um. Sie studiert Geschichte mit Schwerpunkt auf das Mittelalter und anschließend Archivwissenschaften. Schließlich wird sie im August letzten Jahres vom Staatsarchiv eingestellt, wo sie die Abteilung für Handschriften und Dokumente übernimmt. Für viele eine staubtrockene Materie. Für Katrin die Verbindung zu einer fernen Welt. Der Zugang, den man über die Dokumente bekommt, ist eigentlich ein sehr unmittelbarer. Also für mich war immer die Faszination an dieser Arbeit mit den Dokumenten, an diesem Zugang zu den Originalen der, dass man sich einfach vorstellt, ich habe das jetzt in der Hand und vor 600 Jahren hat es der das geschrieben hat, in der Hand gehabt. Und es hat ihn unmittelbar betroffen. Und man kann dadurch eigentlich so wie eine Verbindung zu der historischen Person herstellen. Und das hat mich eigentlich immer total fasziniert. Im Staatsarchiv kann sie dieser Faszination folgen. Zum breit gefächerten Aufgabenbereich einer Archivarin gehört hier neben der Bestandspflege etwa auch die Verzeichnung und Erschließung des Archivguts. Die Behelfssituation ist noch relativ alt bei uns. Also es gibt Findmittel, also es sind Bücher, in denen die Archivalien verzeichnet sind. Teilweise noch, also großteils handgeschrieben, vom 18. Jahrhundert aufwärts. Und wir versuchen das halt jetzt nach und nach in eine modernere Form zu bringen. Außerdem sind die Archivare den Benutzern im Lesesaal behilflich oder beantworten schriftliche Anfragen, die manchmal auch etwas dubios anmuten. So Anfragen wie, ja, bei mir in der Nähe ist diese Burg sowieso, ja, die gibt es nicht mehr seit dem 15. Jahrhundert, aber haben Sie irgendwie Material dazu? Ja? Das sind so Anfragen, wo man die Leute glauben, bei uns geht eine Lade auf, man zieht was raus und da steht dann drauf, ja, und in die Burg sowieso. Ja. Das ist aber nicht so. Ja. Vielmehr handelt es sich nämlich um akribische, beinahe detektivische Recherchearbeit. Es ist total kriminalistisch. Ja. Also bei einer Recherche, ja, wenn man dann sucht und dann schaut man dort und dann schaut man dort und dann findet man es, das ist einfach super. Ja. Doch warum müssen überhaupt alte Dokumente, wie hier die Schlussakte des Wiener Kongress, über Jahrzehnte penibel aufbewahrt werden? Wozu braucht man das? Das ist. man würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, dass man ein Bild, das Vincent van Gogh gemalt hat, wegschmeißt, oder? Unsere Geschichte steht in den Quellen. Wenn wir unsere Quellen nicht mehr haben, haben wir keine Geschichte mehr. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft ohne Geschichte eine kulturell in einem sehr problematischen Bereich ist. Also eigentlich die Menschen, seitdem sie Hochkulturen haben, haben immer Geschichte geschrieben.
Also diese Reflexion auf die eigene Vergangenheit ist einfach etwas, was die menschliche Existenz konstituiert. Und ich glaube, man hat auch eine gewisse Verpflichtung, das zu tun. Einfach die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Literatur für Schwule und Lesben. Ein feines Sortiment abseits von Amazon und Co. Das gibt's bei Veitschmidt in der Buchhandlung Löwenherz. Was homosexuelle Literatur ausmacht und wer sie liest, hat er uns in seinem Laden erzählt. Veitschmidt ist gebürtiger Deutscher und führt die einzige schwul-lesbische Buchhandlung in Wien. Was genau definiert aber schwul-lesbische Literatur und warum gibt es seinen Laden? Die einfachste und stimmigste Definition von lesbisch-schwuler Literatur ist die Literatur, die es in lesbisch-schwulen Läden gibt. Das klingt nach Tautologie, ist aber keine, denn eine lesbisch-schwule Buchhandlung ist ja nicht nur ein Ort, der eine bestimmte Zielgruppe auswählt und gekonnt vermarktet. Eine lesbisch-schwule Buchhandlung ist ein Ort, der lesbisch-schwules Identitätsbewusstsein schafft. Tagtäglich von Büchern umgeben, spielt Literatur in seinem Leben aber noch immer eine besondere Rolle. Weil man hat ja in der Literatur diesen tollen Vorteil, dass man einerseits alleine ist und die Konzentration der Einsamkeit hat und andererseits oft einem ganz personenreichen Szenario ausgesetzt ist, das die größte Action und das größte Drama bieten kann. Und diese Kombination aus unglaublich vieler Verflechtung, lebhaften Dialogen und trotzdem der Einsamkeit des Erlebens, des geschützten Zustandes, das ist eine ganz spezielle Sache, die Literatur auch so nachhaltig macht, weil vor allen Dingen in den Momenten, wo man alleine ist, das Leben auf einmal viel reichhaltiger wird. Die Vielfalt zeichnet das Angebot der Buchhandlung Löwenherz aus. Für manche braucht es Zeit, sich daran zu gewöhnen. Immer wieder haben wir auch die Fälle, wo die Fülle erschlagend wird, wo viele eben einfach denken, das ist mir jetzt einfach zu viel, da brauchen sie einen zweiten Anlauf, um das einfach mal, also diese Form von Normalität zu verarbeiten, in dem Sinne, wie das Schwulsein oder das Lesbischsein für den Schwulen oder Lesben lebensbestimmend ist, und zwar nicht nur beim Sex, sondern wirklich in allen Lebenszusammenhängen, ist das Heterosexuellsein für Heterosexuelle eben nicht als Identifikation bestimmend. Das sind sie einfach und ist ja auch gut so. Aber insofern gibt es da keine 1:1 Entsprechung. Und in aller Regel ist, wenn diese Einsicht nicht gemacht ist, sind die meisten Diskussionen relativ fruchtlos. Man kann sich dann austauschen, das ist dann auch schön. In Wien fühlt Veit sich grundsätzlich sicher und wohl, die eine oder andere Begebenheit eingeschlossen. Ich weiß ja nicht, ist es jetzt ein negatives Ereignis, wenn man Hand in Hand mit seinem Freund geht und es pfeift dann jemand hinterher, oder ist es ein positives? Ne? Also das ist alles so eine Frage der Wahrnehmung. Und ich finde es jetzt nicht so richtig schlimm, aber jetzt auch nicht spektakulär gut. Also, das kann immer sozusagen in politisch-aktivistischer Sicht kann man sagen, da ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Und wenn man so sein Leben lebt, kommt man eigentlich auch ganz gut zurecht. Vielleicht habt ihr Peter Färber noch nie gesehen. Seine Stimme kennt ihr aber bestimmt. Schließlich war sie bereits in mehreren Hollywood-Produktionen zu hören. Zum Beispiel als Adolf Hitler im Film Operation Walküre. Peter Färbers Gesicht kennen nur Kulturinteressierte, seine Stimme würden wohl fast alle Österreicher erkennen. Denn er ist zwar Schauspieler, aber... Da es nicht ununterbrochen Rollen im Fernsehen gibt und auch nicht ununterbrochen Rollen im Theater und ich sehr gerne in dem Beruf arbeite, gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, Nischen, nämlich die Stimme. Und Stimme kann ich überall vermieten. Beim ORF, bei euch, in der Werbung. Du bedankst dich jetzt bei allen Privatkartkunden für das Jahr 2011 mit minus 10% auf alle Geschenkartikel. Wünscht frohe Weihnachten.
stimmtechnische Unterschiede für Werbung oder Dokumentationen oder was auch immer entstehen in erster Linie dadurch, durch die Atemführung. Bei der Werbung muss man meistens relativ schnell reden und dadurch entsteht automatisch ein höherer Atem und es klingt aufgeregter, was in der Werbung meistens ja ganz gut kommt. Früher habe ich lange Zeit den Anonym für Merkur gemacht, wo man mich permanent hört, das Euro-Millionen und ja, Chiboy Duscho hört man mich eben jetzt zurzeit auch relativ viel. Alle Geschenke und Gebrauchsartikel. Die besten Angebote gibt's immer schon bei Chiboy Duscho und auf Chibo.at. Meine Mutter hat immer, wie man es früher gesagt hat, nach der Schrift gesprochen mit mir und meine Oma hat immer Dialekt gesprochen mit mir. Also ich bin mit beidem aufgewachsen und meine Mutter hat eine große Affinität zum Theater gehabt. Die hat eigentlich von vornherein versucht, mir eine Sprach- und Sprechkultur anzuerziehen, mit der man sowas machen kann, mit der ich zumindest eine sehr gute Basis hatte und habe. Schon bei Sonnenaufgang sind wir mit den Helfern von Weihnachten im Schuhkarton auf den Straßen von Bulgarien unterwegs. Darin besteht in erster Linie das Talent, die Arbeit am Umgang mit diesen Texten, die nicht von mir sind, die von anderen sind, etwas zu erzählen, ja, das kann man so machen, dass die Leute, oder dass sie sagen, ah, das interessiert mich und nicht wegseppen. Genauso individuell wie die Kinder sind, so individuell wurden ihre Geschenke. Die einen haben sich beim Malen besonders ins Zeug gelegt, die anderen beim Basteln. Ich wusste als Kind nicht, dass ich Schauspieler werden will. Das hat sich irgendwann einmal sehr ergeben. Ich habe immer auch Studenten- und Schülertheater gespielt und das mit großer Freude. Und irgendwann einmal hat meine Mutter gesagt, das kann man übrigens auch professionell machen, das kann man auch richtig lernen. War mir völlig unbegreiflich. Ich hatte keine Ahnung, dass da geht man auf der Straße und da kommt dann so ein kleiner dicker Herr mit Sonnenbrille, Hut und Zigarre und sagt, it's you, und dann ist man in Hollywood. Auch wenn es nicht genau so gelaufen ist, hat es zumindest Peter Färbers Stimme nach Hollywood geschafft. So war er die deutsche Stimme von Rolf Fein, der Amon Gödin Schindlers Liste spielte. 2008 sprach er für Operation Walküre die deutsche Stimme von Adolf Hitler. Eine spezielle Aufgabe. Operation Walküre, das war eine relativ kleine Rolle und da wusste ich auch überhaupt nicht, was mich eigentlich erwartet. Es war nun tatsächlich eine ganz andere Art, Hitler darzustellen, mal nicht nur den Schreihals. Das wird nichts bringen, wenn man da jetzt Hitler, so wie man ihn sich vorstellt oder wie man ihn aus diesen Reden kennt, nachäfft. Das macht ihn klein und ungefährlich. Das Gefährliche liegt darin, dass er auch nur ein Mensch war. Und dass die Gefahr nicht immer zu erkennen ist. Weil es aber nicht immer Hollywood sein kann, schätzt er besonders seine langjährige Heimatstadt. Denn Wien hat wirklich eine Sonderstellung noch, was Kultur angeht. Von einer Gemäldegalerie bis zum Theater, vom Straßenkünstler bis zur Volkstanzgruppe. Das ist alles Teil unserer Kultur. Und wenn die nicht auch gefördert wird, denn die kann nicht immer Gewinn abwerfen. Wozu auch? Das ist nicht die Aufgabe von Kultur. Dann wird halt das Spektrum der Kultur auch immer kleiner und schauen wir in andere Länder. Also wir sind verdammt auf einer Insel der Seligen und hoffentlich noch recht lange. Das war's für diese Woche von den Wiener Gesichtern. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.